wie wir heute hier legen in ganz Nordrhein-Westfalen Kolleginnen und Kollegen ihre Arbeit nieder. 6%, das ist nicht viel. Wenn es der Wirtschaft so gut geht, möchten wir daran natürlich teilhaben. Kann nicht sein, dass nur die Aktionäre die Knete kriegen. Wir wollen endlich auch mal was haben. Wir stehen hinter der Forderung der IG Metall. Wir wollen mindestens 6% mehr Geld. Und die haben das endlich zu würdigen, dass wir einfach immer wieder neue Rekordjahre fahren. Mit ihrem Scheiß 2%, die können sich wohin schmieren. Was wir möchten, ist ein Clean-up gegen das, was von uns verlangt wird. Kann nicht sein, dass wir aufgenommen werden, Überstunden samstags arbeiten. Den Arbeitgebern geht es blendend. Denen ging es noch nie so gut nach Kriegsende wie jetzt, nur die Maulen. Egal, was wir in welcher Tarifrunde fordern, die Arbeitgeber haben eigentlich immer die gleichen Sprüche drauf, von wegen, das ist maßlos. Sie sollen doch mal bitte gucken, was sie in den letzten Jahren bei den DAX-Betrieben, welche Bonis sie sich gegönnt haben. Da weiß ich, was maßlos ist. Es ist 11:55. Und wenn sie sich nicht bald bewegen, dann werden sie das neue Mittel der Tagespreis zu spüren bekommen. Wir wollen auch diese Flexibilisierung der Arbeitszeit im Interesse der Arbeitnehmer. In der vergangenen Zeit ist das immer wieder Kollegen auch gerne in die Teilzeit mal gehen für eine gewisse Zeit und dann auch verbrieft gerne wieder zurückkommen wollen. Derzeit ist es ja so, dass man was machen kann, aber nur wenn der Arbeitgeber zustimmt. Und dann wieder zurück geht auch nicht, auch nur wenn der Arbeitgeber zustimmt. Und dann ist man ein Bittsteller. Und ist dann dem Arbeitgeber ausgeliefert. Nicht jeder Arbeitgeber ist gut. Flexibilität für die Arbeitgeber gibt es schon in allen Mantel-Tarifverträgen. Da gibt es prozentuale Regelungen, die dazu führen, dass Arbeitgeber individuell mit Beschäftigten die Arbeitszeit erhöhen können auf bis zu 40 Stunden. Jetzt, wo wir sagen, wir brauchen etwas mehr Zeit. Jetzt will man uns erklären, dass Flexibilität nicht mehr ganz angebracht ist. Alle sind bereit zu kämpfen dafür, für das, was wir fordern. Die Forderungen sind gerechtfertigt. Unsere Jugend braucht Erholung, vor allem halt vor den Prüfungen. Wir haben eine sehr anspruchsvolle Ausbildung. Die Prüfungen sind anspruchsvoll. Bis jetzt waren 73.000 Mitglieder auf der Straße, um für die Forderung zu kämpfen, für 6% und für bessere Arbeitszeit. Und wie man heute sieht, stehen hier noch mehr. Alleine schafft man das nicht. Mitglied werden, beitreten und kämpfen. Kämpfen für uns, für das, was uns zusteht. Das ist eine starke Gemeinschaft mit vielen, vielen Angeboten, sei es Weiterbildung, sei es Rechtsschutz im schlimmsten Fall. Je mehr da drin sind, desto stärker ist auch die IG Metall. Seid solidarisch und denkt nicht an den eigenen Egoismus. Tretet ein, wir brauchen euch, ihr braucht die IG Metall. Die Arbeitgeber machen sonst, was sie wollen, da zeigen sie uns jeden Tag. Und nur als Mitglied ist man auch Teil der Gemeinschaft. Deshalb, wer noch nicht Mitglied ist, jetzt unterschreiben und mitmachen. Leute, ich bin stolz auf euch, dass ihr dabei seid und Glück auf für die Tarifrunde.